Weiter geht's bei Power to the People mit Sydney. Und wir haben in Sydney das große Problem, Windparks und Solaranlagen kosten 25% mehr. Aber wir wollen auch hier wieder das Gleiche machen, nämlich regenerativ 100%, wie in allen anderen Städten. Wir bleiben dabei und wir sehen hier übrigens auch Klimainformation, extreme Wärmeschwankung. Und Wind ist relativ konstant in Sydney. Das heißt, es kostet zwar mehr, aber wir haben hier relativ konstante, niedrige Windgeschwindigkeiten. Also es ist eine extrem schwierige Sache, weil wir in Sydney, und das können wir jetzt schon mal merken und uns abspeichern, wir können eigentlich Windkraftwerke, können wir uns eigentlich fast sparen. Denn die werden konstant 10 Megawatt produzieren, ein Windkraftwerk für 40.000. Das ist völlig illusorisch. So, das kennen wir schon. Wir haben 10 Punkte am Anfang. Sehr schön. Und das ist die kleine, aber niedliche Stadt Sydney. Haben wir hier Wasserkraft? Eventuell. Wäre doch eine Möglichkeit. Haben wir ein Atomkraftwerk? Das ist ja laut EU jetzt auch grüner Strom. Oh, wir haben Offshore-Wind. Oh, das ist natürlich klasse. Ja, könnte tatsächlich 2 oder 3 könnten wir bauen, aber wir haben kein Wasserkraftwerk. Okay, das ist krass. Und wir haben auch kein Atomkraftwerk. Hart. Das ist hart, aber wir können Gott sei Dank, oder wir müssten eigentlich unsere Biomassekraftwerke relativ stark verteilen können. Ja. Das geht. Jetzt ist die Frage, wie fangen wir hier an, Sydney? Boah. Das ist echt ein schwieriger Start. Wir haben immer noch, haben wir Flüssigsalzanlagen und Druckluft. Ah, das sind die neuen Druckluftspeicher. Interessant. Die gibt es in Sydney. Mhm, okay. Wir haben ein erweitertes Umspannwerk und ein Schaltwerk. Wandelt Hochspannung nicht in Niederspannung umwelt verwendet, um Teile des Stromnetzes ein- und auszuschalten. Oh, das ist ja klasse. Das ist super. Das ist eine Sache, die habe ich mir tatsächlich schon immer gewünscht, dass wir Schaltwerkanlagen haben. Oh, das ist toll. Und wir haben auch hier die Möglichkeit, das erweiterte Umspannwerk zu bauen. Das ist echt ein schwieriger Start, Leute, muss ich wirklich sagen. Wir haben 10 Punkte. Ich würde tatsächlich sagen, wir fangen mit den 10 Punkten als allererstes mit den verstärkten Leitungen an. Ja. Wir fangen zuerst mit den verstärkten Leitungen an. Okay. Und er verringern auch die Verluste auf eben jenen Leitungen. Das könnte auf jeden Fall schon mal ein bisschen was bringen. So. Und jetzt müssen wir überlegen, was für ein Kraftwerk wir bauen. Ich würde tatsächlich Biogas sagen, da hinten hin. Dann bauen wir ein großes, erweitertes Kraftwerk. Dahin. Also einen großen, erweiterten Transformator. Da eine Leitung. Eine Leitung nach da. Und dann verbinden wir die ganzen Leitungen schon mal nach da. So. Zweite Leitung. Ziehen wir uns hier gleich alle ein bisschen raus. So. Der ist noch nicht angeschlossen. Einmal daran. 50.000 übrig. Nächste Stadt in 3 Tagen. Tja.
Ich würde sagen, ich bin sehr gespannt, was diese Karte für uns bereithält. Wir sind schon bei 21 Megawatt. Wir hätten wahrscheinlich direkt in diese Richtung gehen können mit dem Forschungsvertrag. Ich würde nämlich sagen, wir machen das als allererstes, dass wir jetzt in diese Richtung gehen mit dem Forschungsvertrag, um eventuell mehr Forschungspunkte zu bekommen. Das würde ich gerne mal machen, dass wir wirklich erst diesen Bereich hier erforschen, um dann zu gucken, ob wir darüber mehr Forschungspunkte haben, um den anderen Bereich zu optimieren. So, jetzt spulen wir mal vor. Ich denke, am heutigen Tage haben wir keine großen Probleme mehr. Am nächsten Tage auch nicht. Na, das funktioniert alles. Okay, haben wir überhaupt... Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt. 5000? Ja, okay, das sieht erstmal gut aus. Haben wir überhaupt die Möglichkeit, ein Windkraftwerk zu bauen? Hätten wir 50.000? Okay, Wind weht hier genug, aber wirklich nur... Guck dir das mal an. Ach, also, das ist echt ein Witz. Nee, also das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir gehen... das geht erst bei 2 Städten. Okay, dann sparen wir noch ein bisschen Punkte an. Das ist kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Okay, auch da wieder 5000 verdient. Sehr schön. Und weiter geht's. 8 Stunden vorspulen zur nächsten Stadt. Und wie ich unser Glück kenne, wird die genau hier vorne entstehen. Okay. Ja, sehr gut. Einmal ein großes Umspannwerk. Wir bauen mal ein bisschen Abstand dahin. Einmal daran. Ein Kabel. Und, oh, die haben natürlich eine extrem schöne Verteilung hier. Einmal dahin. Und das ziehen wir einmal daraus. So. Ja, dann haben wir es doch erstmal, würde ich sagen. Effizienz 89%. Wir sind bei 80 Megawatt, die wir produzieren. Dann können wir jetzt hoffentlich ein bisschen Geld verdienen. Ja, das sieht noch gut aus. 6000 verdient, wunderbar. Wir würden natürlich mehr verdienen, wenn wir andere Kraftwerke verwenden. Aber jetzt machen wir erstmal die Werbekampagne. Wir könnten natürlich... Nee, ich will erst das hier haben. Löse jetzt Forschungspunkte im Austausch dafür ein, dass du am Ende eines jeden Tages mit einer Wahrscheinlichkeit 50% 2 statt 1 erhältst. Das würde ich gerne machen und danach die Preisgestaltung hier. Mal gucken, ob uns das schneller voranbringt. Ob uns das am Anfang einen größeren Boost gibt. Okay, einen Tag weiter. Okay. Auch hier leistungsmäßig noch überhaupt kein Problem. 10.000 verdient. Wir checken mal. Wir sind weit, weit entfernt von den 80 Megawatt, die wir verbrauchen könnten. Wir haben 2 Leitungen, die wir einspeisen. Top. Okay, also Sydney wird eine sehr interessante Sache, vor allen Dingen, weil wir in Sydney wieder die großen Umspannwerke haben und wir haben die Möglichkeit, Schaltwerke zu bauen. Wozu sind Schaltwerke gut? Schaltwerke sind am Ende des Tages nur, Hochspannungsschalter. Das könnte man zum Beispiel, wir haben hier hinten eine Stadt und ein eigenes Netz und dann sagen wir, hier in diesem Netz gibt es ein Problem. Dann können wir ein Schaltwerk zwischenbauen und zum Beispiel Netzteile abkoppeln oder auch anschließen, sodass wir die Zufriedenheit nicht der gesamten Bereiche runterziehen, sondern nur eines speziellen Bereichs. Das heißt, wir machen das. So als Beispiel kann man vielleicht sehr gut anbringen. Schaltwerke werden zum Beispiel als Hochspannungs-Gleichstrom-Schaltwerke gerade an den deutschen Grenzen gebaut. Ich glaube, es war Polen und Frankreich. Warum? Die Deutschen haben durch einen extrem hohen Windanteil und dadurch, dass wir keine Speicher haben, eine relativ starke Fluktuation zwischen, wir müssen jetzt ganz schnell Energie loswerden im europäischen Netz und wir müssen ganz schnell Energie aufnehmen im europäischen Netz. Und dadurch kommt es sehr oft zu Ungleichgewichten im europäischen Netz. Es gibt Webseiten, da könnt ihr euch das angucken, wie stark und groß die Schaltleistungen im Netz sind und ob es eine Unterfrequenz und Oberfrequenz gibt. Das ist ganz interessant, diese Sachen. Und dadurch habt ihr das Problem, dass ganze Netzteile destabilisiert werden,
Da gab es zum Beispiel jetzt vor einigen Wochen in Prag, ich glaube, es war in Prag oder in Tschechien ein Fall, dass dort ein Kraftwerk ausgefallen ist. Ich glaube, das war ein Brand in Hochspannungsleitung und dann wirklich 2 Gigawatt im Netz gefehlt hatten und man nur über diese Schaltsysteme in der Lage war, ein Netzteil abzukoppeln, ohne dass das gesamte europäische Netz ausgefallen ist, weil es da eine starke Unterfrequenz gab. Das heißt, die Generatoren in den Kraftwerken, wie hier, die hängen ja an der Netzfrequenz und die werden natürlich dadurch auch eingebremst. Ja, das heißt, wenn es zu viel Leistung gibt, dann müssen die Generatoren mehr leisten und drehen dann langsamer. Das senkt die Frequenz ab. Und das könnt ihr zum Beispiel oft sehen, weil die meisten Uhren sind frequenzgesteuert. Das ist so gerade so bei Backöfen oder sowas, die dann plötzlich in 5 Minuten falsch gehen. Das liegt daran, dass es Unterfrequenzen und Überfrequenzen gab. Im öffentlichen Netz durch so eine Schaltleistung. Und das kann man sehr gut durch eben jene Schaltanlagen verhindern, indem man so ganze Netzteile einfach stumpf sagt, zack, weg damit, kümmere ich mich gleich drum, sind sie unzufrieden, Pech gehabt, aber alles andere funktioniert wenigstens. Und wenn wir sowas schon haben, ich bin gespannt. So, entschuldigt bitte, jetzt habe ich hier 2-3 Minuten einen technischen Monolog gehalten. Wenn dich das Thema übrigens interessiert, dann kann ich dazu gerne mal andere Videos veröffentlichen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir unser Netz hier stabil bekommen. So, 10.000 verdient. Und ich würde tatsächlich gerne die dynamische Preis... Nee, nein, wir machen erst den Forschungsvertrag. Erst den Forschungsvertrag. So, hier ziehen wir bitte auch gleich die Leitungen raus. Auch da bitte. Okay, nächster Tag. Roboterlandwirtschaft. Am Strand von Kulan wird ein neues Forschungszentrum gebaut. Okay. Hier gibt es einen Strand. Wo denn? Würde mich ja mal interessieren, wo. Ach du grüne Neune. Da hinten? Ach du heilige Mutter Gottes. Okay. Ja, dann kriegst du einen Hochspannungsanschluss. Dann würde ich tatsächlich... Oh, der ist aber... Oh, der wird teuer werden. 15.000, 14.000 kostet der hier schon. Eieieiei. Einmal da lang. Und bitte da lang. Oh, das wird ein teures Ding werden. Okay. Einen Tag weiter. Na, dann hoffen wir mal, dass wir noch genug Energie haben. Ja, es reicht noch. Unser Biomassekraftwerk sieht noch gut aus. 11.000 verdient, 6 Punkte. Jetzt bin ich gespannt. Wir machen mal einen Tag weiter. Wie es am nächsten Tag, also in 2 Tagen aussieht. Leitungen sehen alle gut aus. Oh, jetzt sind wir schon an der Kapazitätsgrenze. 19.000. Das ist echt unschön. Wir brauchen dringend, dringend ein Kraftwerk. Ich könnte jetzt natürlich wieder was aufnehmen. Wir schauen mal, ob wir für 60.000 irgendwas bauen können. Ja klar, ein Windrad, aber das sparen wir uns gleich. Ein Solarpark ist mir zu teuer. Offshore, nee. Nee, wir sparen noch ein bisschen. Nee, wir sparen noch. Einen Tag weiter. Hoffen wir einfach mal, dass es ausreicht. Ja, sehr schön. Es hat gereicht. Wunderbar. 22.000 verdient. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal den Forschungsvertrag. So, jetzt bin ich gespannt. Danach die dynamische Preisgestaltung. Dann bin ich echt gespannt, ob dieser andere Weg uns mehr bringt. So, hier läuft noch alles. Einmal ein Check-up. Ach guck, 80 Megawatt haben wir noch mehr als genug Kapazitäten übrig. Wir müssen nur auch hier regelmäßig aufpassen, dass wir die ganzen Leitungen hier rausziehen. Das möchte ich tatsächlich auch direkt hier rüberziehen. Damit wir wie im anderen Let's Play genug Möglichkeiten haben, hier Transformatoren zu bauen. Denn das wäre sehr ärgerlich, wenn es da plötzlich Probleme gibt. Und hier würde ich jetzt übrigens gerne einen kleinen Speicher bauen. Wir verdienen 20.000. Wir brauchen ja nicht so viel. Das ist ja momentan nur eine Spitze, ne? Oh, der ist natürlich ziemlich groß. Eieieiei.
Da könnten wir ihn hinbauen. Oh. Der hat natürlich einen ganz schlechten Radius. Was ist denn, wenn wir einfach zwei kleine Schwungradspeicher bauen? Das kostet doch alles nicht so viel bei uns. Dann hier hin. Ja. Einfach daran. Zack. So. Dann haben wir hier 10 Megawatt Kapazität für eine Spitze, die wir abfahren können. Dann machen wir einen Tag weiter. Ja, die waren jetzt kurzzeitig ein bisschen unglücklich, aber hey, was soll's. Wir sind bei 75%. Leute, das wird echt eine harte Nummer hier werden. 16.000 nur verdient. Klar, Energiespeicher haben wir jetzt. Durchschnittliche Punktzahl liegt noch im unteren Bereich. Ein Tag weiter. So, jetzt nehmen wir was aus dem Speicher auf. Oh, ganz knappe Nummer. Ganz knappe Nummer. 25.000, sehr schön. Ein weiteres Kraftwerk bitte. Einmal eine Biomasse bitte. Gucken wir mal, dass wir das so aufbauen, dass wir dich nur 90.000 bezahlen. Dahin. Zack. 1.500. 1.500. So. Ja, sehr schön. Das sieht doch erstmal sehr gut aus. Dann sollten wir jetzt auch... Ich würde tatsächlich auch hier... einfach jetzt an jedes Kraftwerk so einen kleinen Mini-Sprungradspeicher anbauen. Einfach nur, damit wir für Notfälle, wenn ein Peak kommt, einen Mini-Speicher haben, der den ausgleichen kann. Einen Tag weiter. Hm. Das ist kein Problem. Aber das lassen wir erstmal diesen, da lassen wir diesen Tag erstmal ablaufen. Die Leitung wird schon rot. Uiuiuiui. Okay, 25.000 verdient. Wir nehmen die dynamische Preisgestaltung. Industrie- und Gewerbegebäude zahlen zusätzlich 1 Dollar pro Megawattstunde. Jetzt müssen wir hier tatsächlich schon ein Netzteil auftrennen. Ja. Gut, machen wir so. Einmal so. Gucken, ob das besser wird. Dann ziehen wir die Leitung hier lang. Ein erweitertes Umspannwerk dahin. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Geld, dass wir zumindest eine Leitung schon mal anschließen können. Ne, haben wir noch nicht. Ein Kredit. Nee, da müssen sie jetzt ohne leben. Da müssen sie einen Tag ohne leben. Okay, es sieht etwas besser aus in Sydney. Ah. Sydney wird kritisch. Er wird auch kritisch da oben. Checken wir mal. Boah. Wir sind bei fast 70 Megawatt, die hier rausgehen. Wahnsinn. Oh, wir brauchen hier auch dringend einen weiteren Transformator. Unglaublich. Und hier brauchen wir auch einen Anschluss. Hier hinten. Idealerweise bauen wir hier auch einfach gleich einen Transformator hin. Aber nicht mit 20.000. Das geht leider nicht. Einmal dahin bitte. Und einmal da eine große Leitung raus. So, das sollte jetzt hoffentlich gehen. Tja, jetzt müssen wir hier was machen. Und hier auch. Machen erstmal dort eine weitere Leitung ran. Dann stellen wir bitte das Ganze auf konservativ um. Puh. Einmal den Stromverbrauch reduzieren bitte. Tja, hoffen wir mal, dass die Maßnahmen funktionieren.
nehmen uns den Tag mal langsam vor. Wir haben noch 10.000 auf Lager. Hier werden wir uns hoffentlich ein bisschen Geld verdienen. Wir müssen halt auch zusehen, dass wir jetzt hier hinten ein Biomassekraftwerk bauen, dass wir das Netz aus diesem Bereich auch speisen können. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich spule mal ein bisschen vor. 90 Megawatt. Oh, Leute, Leute, das wird kritisch. Einmal an den bitte ein Extra. 30 Megawatt, die Spitze ist noch nicht da. Oha, 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 oha. Bringt das was, wenn wir hier hinten noch rückeinspeisen? Nee. Wir müssen hier ein Trafo bauen. Der ist auch schon an seiner Grenze angelangt. Wir müssen hier auf der Seite ein Trafo bauen. Bringt nichts. Ja, jetzt haben wir den Salat. Genau. Ja, wir müssen uns in Sydney um einen Trafo kümmern an der Stelle. Und wir brauchen mehr Geld. Na, das wird auch nichts hier. Das wird hier aus der Ecke nichts. Neustadt in 4 Tagen. Großer Bildschirmeffekt ist aktiv. Fernseher ist aus und zufriedene Wohngebäude haben viel größeren Einfluss auf die durchschnittliche Kundenzufriedenheit von 19 bis 21 Uhr. 91%. Boah. Ja, das wird hier nichts. Ich glaube, jetzt können wir wirklich mal aufhören zu reparieren. Ja, ich weiß. Man ist unzufrieden. Wir arbeiten daran. 33.000 wenigstens verdient. Okay. Ein Trafo, bitte. Einmal. Dahin. Einmal dahin. Einmal die große Leitung daran. So. Und jetzt müssten wir idealerweise hier unten ein Kraftwerk bauen. Die Frage ist, welches wir da nehmen. Und ich würde tatsächlich gerne ein Offshore-Windpark bauen, den wir aber nur hier hinten bauen können. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir müssen hier unten noch ein Biomassekraftwerk bauen. Da an die Stelle. Tja, was können wir denn, was könnten wir machen? Wir könnten uns auf 6 Punkte sparen, aber das wird, glaube ich, noch nichts. Wir könnten die Wohngebäude reduzieren, den Energiebedarf reduzieren. Das können wir machen. Ja, das können wir schon mal machen. Vielleicht bringt das schon mal was. So, ein bisschen vorspulen. Wir sind bei, also die Energieproduktion ist noch völlig in Rahmen. Das Problem ist, das muss natürlich auch alles jetzt über die Leitung hier. Dir hat jetzt hier ein Problem. Einmal. Du kannst auch da einfach auftrennen, ne? Ja. Wir machen das mal. Ah, das reicht nicht. Wir werden mal hier vorne einspeisen und dann da auftrennen. Dass wir das nicht von hier holen, sondern von dort. Den Teil hier hinten extra einspeisen. Ich glaube, das wird besser. Aber an sich läuft es jetzt gut. Okay, jetzt sieht es erstmal nach einer stabilen Versorgung aus. Wird weitergebaut. Die Stadt erweitert sich auch. Oh, oh, oh. Hier müssen wir schnell... Nein, wir haben nicht genug Geld. Hier müssen wir auch was rausziehen und Trafo bauen. Hier vorne an die Stelle. Okay, das ist nur ein kleiner Umbau. Das sieht aber erstmal gut aus. 33.000 verdient. Ja, sehr schön. So. Einmal den weg, bitte. Einmal den ran. Dann werden wir dich tatsächlich einmal komplett auftrennen. Ja, wir können... Na, wir machen das noch anders. Wir bauen einmal den wieder und trennen tatsächlich den ab. Ja, so machen wir das. Jetzt bin ich gespannt. Gut.
Ein Tag weiter. Kraftwerke reichen noch. Ja, der ist minimal rot, aber auch kein Problem. Okay, 35.000 verdient. Sehr schön. 66.000, dann machen wir einen Tag weiter. Und dann sollten wir hoffentlich in der Lage sein, ein weiteres Biomassekraftwerk zu bauen. Hier hinten hin. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Wir sind bei knapp 140 Megawatt. Jetzt wird es tatsächlich auch Zeit, dass wir eins bauen. Die Frage ist, nee, nein. Wir warten noch 8 Stunden, bis wir wissen, wo die nächste Stadt entsteht. Wenn die hier hinten entsteht, dann können wir das besser hier vorne oder so hinbauen. Dass wir das ein bisschen verteilen. Da gibt es noch einen ohne Fahrschein. Einmal dahin bitte. So, hier hinten, dann können wir das besser hier hinbauen. An die Stelle. Ja, das machen wir. Wir richten den Kunden erstmal die Energie ein. Mit einem großen Umspannwerk. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das da hinkriege. Ja, 20.000 oder halt hier. Na, da gefällt es mir besser. So, einmal die Leitung hier durchziehen. Dann werden wir... Tja, wo machen wir das am besten hin? Wir versuchen mal, hier einen Kreis zu bauen. Es wird zwar ganz schön teuer am Anfang. Aber ich glaube, das ist die beste Idee. Dass wir das in die Richtung aus der Richtung speisen. So, wir haben noch keine Energie aus den Speichern genommen, aber es war aber ziemlich knapp. 85.000, 7 Punkte. Dann einmal hoch. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Wir machen mal. Wir gehen mal in die Richtung. Und dann holen wir uns beim nächsten Mal die Stromsparlampen. So. Okay. Einen Tag weiter. Wir spulen mal ein bisschen vor, bis wir bei der Tagesspitze sind. So, ein Check-up. Sieht alles noch gut aus. Ja. Ist alles orange, nicht rot. Wunderbar. Ja. Er hat keinen Strom da hinten. Einmal da lang. Gut. Passt. So, ein Biomassekraftwerk hier hin. Oder hier vorne können wir das... Da können wir das besser hin. Und dann hier rum das Netz einspeisen. Ja, das machen wir so. Dann spulen wir mal vor. 44.000, jawoll. Und einmal Stromsparlampen für die Gewerbegebäude, bitte. Und dann bauen wir jetzt ein Biomassekraftwerk. Einmal dahin. Wenn wir einmal einspeisen, da lang. Einmal da lang. So, dann speisen wir jetzt beide Netzteile aus verschiedenen Richtungen und haben auch durch diesen Kreis die Möglichkeit, die Städte von überall zu versorgen. Und wie es weitergeht, das seht ihr morgen. Macht's gut, bis morgen, euer Strategiener. Ciao, ciao.